Hallo. Wir sind live. Wir sind live, wir haben es hingekriegt. Nee. Wir wissen, oder ich weiß es nicht, was im Moment mit unseren... Ich muss uns erst mal, ja, erstmal zuppeln. Wir alle zuppeln, machen die Haare schön, obwohl wir hätten das vorher machen. Das Hallo, sieht man so, aber erst, wenn das wenn man's ist. An ja, ist. Ja, 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 ja. Wir haben es eben versucht. Ich habe gerade heiß gekämpft. Wir haben es eben versucht und dann waren wir hochkant um, falsch rum. Aber egal, hier sind wir jetzt. Heute ist Designer-Dienstag. Designer-Innen, muss man sagen. Ich muss mitkämpfen, weil... Das hört sich komisch. Also ich Designer das, ich, und ich wollte Designerinnen. Ich wollte das ganze Wort nochmal sagen einfach. Designer. Auf jeden Fall ist es Designer Donnerstag, Dienstag. Donnerstag ist DIY Donnerstag. Freitag ist Vorfreude Freitag. Mittwoch ist Mitmach Mittwoch. Sonntag ist Schnack am Sonntag Wohlhaus Magazin. Aber wenn wir da sind, sind wir da und wenn nicht, merkt ihr es, weil immer zwischendurch immer irgendwas passiert. Immer passiert irgendwas. Aber jetzt sind wir da und wir freuen uns auch, dass ihr da seid. Oh, Susanne und ist auch da. Hallo, liebe kleine Strickladen-Susanne. Also, Designer Donnerstag, Dienstag, Donnerstag. Wir sind bei wir Dienstag. Sind da. Wir sind aber bei Dienstag. Ja. Was wäre nicht, wenn ich, ne, wenn wir sagen, wir stellen einen Designer vor. Ich habe gesagt, eigentlich ist Bianca auch eine kleine Designerin. Ja, wir. Nein, aber das, was du machst, ist schon... Ja, aber das ist schon... Also, wir gehören schon zusammen. Aber Bianca hat nämlich... Sie ist Sockenspezialistin, muss ich sagen. Sie hat schon so viele Fischlip, Kiss, Boomerang, was weiß ich, was es für Fersen gibt. Viele. Und ich habe gesagt... Wir haben Vorfreude Weihnachten, Vorfreude Freitags für Weihnachten. Sag Bianca, wir brauchen eine Weihnachtssocke, noch eine. Wir haben ja letztes Jahr Weihnachtssocke 22 und jetzt gibt es schon, weil wir müssen ja vorstricken, gibt es ja jetzt schon eine Vorfreude Freitagssocke. Und hat Bianca sich was überlegt und ausgedacht und zwar mit dem gleichen Set von unseren Weihnachtssocke, ist ja im Shop drin, unsere Weihnachtssocke von letztes Jahr sind die gleiche Farben. Klar, rot, grün, beige, weiß, ne? Hat sie auf jeden Fall noch eine Socke gemacht. Und ich denke, wenn ihr Weihnachtssocke von letztes Jahr macht, habt ihr so viel über, dass ihr eine Socke noch hinkriegt. Auf jeden Fall. Und wenn ihr noch einen habt oder in kleiner für Kinder. So, und das hat Bianca, das ist nur eine Vorstellung jetzt, das hat Bianca für unser Vorfreude, Freitags, Weihnachtsvorfreude, aber immer wieder. Ja, ich muss dazu sagen, sie muss immer dazu sagen, jedes Mal. Was macht die Alte eigentlich, wenn sie strickt? Hier, Nikolas, ein paar Socken. Vernähen musst du selber. Nicht nur bei einem. Hier, Nikola, ich schenke dir Weihnachtssocken. Aber vernähen musste selber. Meine Geburtstagssocken waren so. Die andere Socken waren so. Also ich sag ja wir. Ich habe ja gesagt, das, ja, wir. Die ist die Designerin und ich mache die Scheißarbeit. Nein, ich muss sagen, also ich finde die wirklich herzallerliebst. Und die heißt, sage ich euch noch nicht, das sagt der Freitag. Schon alles fest, ist auch schon hochgeladen. Aber... Spitze in grün. Du bist Toe-Up angefangen. Ich habe unten, tatsächlich diesmal unten angefangen. Ja, Toe-Up. Toe-Up, also von hier. Toe heißt Toe. C. Toe-Up, also von unten angefangen. Dann in grün. Und ich mag diese kleinen Spitzen, die sie da reingemacht hat. Und dann in rot. Dann eine ganz tolle Hacke. Mit einem roten Faden dazwischen. Hat das was zu sagen oder ist es nur designtechnisch? Das ist einfach nur, ich wollte da ein bisschen Farbkleckser reinbringen. Wollte sie. Hat sie gut gemacht. Und dann wirklich diese ganz tolle Sterne und Herzen. Wir gucken nicht auf das nicht vernähte. So, und hier kannst du was zu sagen, bitte. Sage ich, Mensch, Alte, was hast du das unordentlich gemacht? Hat sie nicht. Nein. Und zwar, das sind für Leute so mit fette Waden, so wie für mich. Also, was ich tatsächlich, ich habe hier, ich sage das jetzt auch mal, ich habe nämlich hier auch einen Fehler gemacht. Das sage ich auch tatsächlich in meinem Video. Also, ich habe hier, ich muss jetzt erstmal die ganzen Fäden wieder reinstopfen. So ist das, wenn man ganz normal abnimmt.
Ne? Also es ist wirklich, es gibt nicht nach. Wenn man Toe-Up-Socken strickt, bitte immer elastisch abketten. Also hier sieht man wirklich den Unterschied. Ich meine, ich habe eine ganz spannende Serie geguckt, ehrlich. Welche guckst du? Jetzt habe ich schon wieder eine neue. Oh. Lucifer jetzt nicht, jetzt was anders? Nee, Luther. Oh, mega. So, und das war so spannend. Und ich war fertig, ich denke auch. Und da war ich einfach so am Abnehmen. So, und habe dann diesen Socken gefilmt und habe das dann gemerkt, dass ich hier, muss ich nochmal aufmachen. Also Toe up, bitte. Und das ist auch ganz toll, das schneidet nicht in eine Wade ein. Also auch gerade für Diabetiker. Ganz genau, ne? Ganz genau. Ne? Und deswegen Toe up immer. Und deswegen wälzt sich das auch so ein bisschen oben. Immer elastisch abketten, weil das muss ich wieder auffummeln. Obwohl ich finde das niedlich, also wenn es nur in der Schublade liegt, finde ich das niedlich, ne? Oh. Aber wenn man anziehen will, ist es tatsächlich, und gerade durch Vereil zieht sich das ein bisschen zusammen sowieso, und man ein bisschen lockerer stricken und hier oben dieses elastisches Abnehmen ist, das ist ganz wichtig bei tatsächlich ganz, ganz ja. gut. Ja. Also ich werde diejenige sein, die es abfummelt, sonst bleibt diese Socke liegen. Ich weiß das. Das mache ich Donnerstag. Das mache ich Donnerstag auf, während ich hier sitze und du kannst dich um die Kunden ganz alleine kümmern. Mache ich gerne. Und ich mache das hier ab und du kannst es elastisch abketten. Das machen wir. Wie findet ihr das? Ich finde es wirklich toll. Das kommt Freitag. Das sind 3 Filme. Wir werden Film 1 am Freitag. Und Freitag danach werden wir was anderes, irgendwas Nettes, Kleines von Coco, die macht so süße Sachen auch momentan, und werden dieses dann auch am Freitag auch hochladen. Also, dass 3 Freitage hintereinander diese Socke zu sehen ist. Wie gesagt, es ist 3 Knäuel hat man wegen der Farben, aber ansonsten, wenn ihr 3 Knäuel habt, auch hier, gut, das ist ein Stern. Man könnte das auch in rosa, hellblau und weiß machen, natürlich. Also Farben, die ihr habt. Das macht Bianca. Und wie machen wir das denn mit der, wie man es macht? Da hast du erzählt, wie viele Maschen. Ich habe tatsächlich jede Reihe verfilmt. Sehr gut. Ne? Also jede Reihe von dem Vereil habe ich jede Reihe verfilmt. Die ist aber fleißig, das sage ich euch. Was wir auch haben, wir haben bald Monats, wir haben einen Adventskalender für einen Monat. Wenn man so will. Ne, Blödsinn. Nein, alles so. Wir haben Monatsüberraschungspakete. Und basierend auf unserem YouTube-Kanal. Wir wissen noch nicht, wann es losgeht. Wir haben Januar und Februar eigentlich schon soweit fertig. Aber vielleicht fangen wir März an. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, alles, was wir zeigen bei YouTube, zum Beispiel das hier, würde es als Strickschrift, wäre das in diesem Monatspaket drin. Oder auch mein Loop, die jetzt fertig und hochgeladen ist, wird als schriftliche Anleitung da drin sein. Dann gibt es ein Überraschungsgeschenk im Wert von 10 Euro. Und lauter solche Sachen. Also es kommt richtig, richtig was Tolles. Wir müssen es nur auch wirklich auf Reihe haben. Das muss vernünftig geplant werden. Aber das haben wir vor. Also diesen Chart wird es dann schriftlich geben für die Monatspakete. Und ihr werdet nicht wirklich wissen, was in diesem Paket drin ist. Also es ist wie ein Adventskalender, nur im Jahr. Finde ich ganz toll. Also seid gespannt. Dienstag und Freitag sind inzwischen meine privaten Feiertage. Wir freuen uns riesig darüber. Ja, das war es eigentlich erst. Ne? Also, was hast du noch alles schon? Was hat Bianca schon? Wolltest du sie zeigen? Wollte ich sie zeigen? Soll ich sie einmal? Den Bein hoch? Ich laufe hier im Laden tatsächlich in Pushen. Ach komm, ich ziehe sie mal aus. Nein, Bein hoch, wir wollen sehen. Dazu meine Ringelsocken und... Bianca hat Filzpushen gemacht. Die liebe Annette hat auch Filzpushen bei uns in eine Gruppe gepostet, eine Anleitung. Das ist aber nicht das die Anleitung. Das ist nicht die Anleitung, ich habe eine andere genommen. Sie hat eine andere, ist auch verfilmt, auch toll verfilmt, einfach gemacht. Schnell und zwar, gemacht. Das ist mit unserem... Komm her. Und das ist, wir haben gedacht, sie würde viel, viel mehr gebrauchen. Ja. Das ist so toll. Bianca hat es gemacht mit dem Retreat Super Chunky. Also wenn wir schon bei Designer sind, alles, was sie schon wirklich gemacht hat. Du hast aber auch wirklich viel von deiner Großmutter, ne? Von meiner Großmutter? Ja, so Anleitungen und so. Ja, tatsächlich, die war viel mit Socken. Socken, Stricken, Pushen, Häkeln, halt alles so für den Fuß. Ne? Mehr Fuß? Mehr Fuß. Also Oma hat viel,
Die hat immer ein paar Socken auf der Nadel gehabt. Ne? Aber auch tatsächlich hier diese Hüttenschühchen und sowas. Ne? Sowas hat sie immer viel. Also, Bianca hat viel von ihrer Großmutter gelernt und hat es, ich denke auch, aber die damals war, sollte es nur alles praktisch sein. Und heute muss es praktisch, schön, wertvoll, hochwertig. Also es ist nicht immer einfach. Aber hochwertig bin ich bei euch mit West Yorkshire Spinners Retreat. Und wir haben es als normalen Chunky. Mhm. Das ist ein Dochtgarn. Und da kann man super toll filzen. Gerade dieses Super Chunky, ich zeige es euch, Retreat Super Chunky. Und das sind die Farben, die Bianca gemacht hat. Mhm. Es wird als Set in den Shop reinkommen, weil du hast es mit einem Achter Rundstricknadel und Achter Nadelspiel. Genau. Weil sie hat es jetzt verfilmt mit dem Nadelspiel in 8, aber die waren zu kurz, hast du gesagt. Ich habe die 15er genommen, weil ich die 20er nicht da hatte. Aber es ist tatsächlich, man muss... 20er nehmen auf jeden Länge, Fall. Länge, 20er Länge. Bianca, ich brauche deinen Stricknadel. Ich habe das eben nicht richtig gelesen. Müssen wir gucken, leider. Also das geht immer so ganz schnell. Also und wir schauen später nochmal. Ich habe meine Brille nicht auf. Ah, eitel auch noch. Auf jeden Fall 8er Nadel oder 9er Nadel, je nachdem wie fest. Obwohl, das ist egal. Nee, 8 ist gut. 8 ist völlig in Ordnung. Ja, aber 20er Länge. Ganz genau. Also das. Ich habe das tatsächlich im Video auch einmal gehabt, dass mir eine Masch runtergefallen ist. Ne? Ich habe es aber sofort gesehen und daher, weil diese 15er mit diesen dicken Garn, also man soll schon 20er. 20er. Und Bianca macht es für uns. Hallo ihr beiden, schön, dass ich zu sehen. Nicola, ein Pulli finde ich so schön. Besonders das Muster. Dieses wird auch tatsächlich, ist als Jahresplanung, das ist ein Muster von, ich glaube, Pat McKenzie oder Henderson, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, alles, was bei King Cole ist, darf ich verfilmen. Und das ist eine von King Cole. Luxury Merino. Ja, ist das. Liegt mir auch es so ist an. Auch super kuschelig. Also, die beiden. Und da habe ich gesagt, Bianca, du weißt, ich kann nicht so gut mit Nadelspiel umgehen. Jetzt macht sie noch einen Film für uns, die nicht gut mit Nadelspiel umgehen können. Ne? Ne? Mach ich. Dass du mich jetzt wieder überrumpelt. Aber ja, machen, haben wir eben gesprochen. Aber das, okay. Jetzt tust du so, als ob ich sie überrumpel. Auf jeden Fall machen wir das nochmal. Oder sie zeigt es mir und das, ich das es. Hatten wir besprochen. Ja. Ich zeig's dir. Zeig's gut. Mir. Okay, dann und, machen wir ein Filmchen davon. Na, guck mal. Strickschule mit Bianca, die dusselige Nicola. Auf jeden Fall auf Rundstricknadel, damit wir, die nicht mit diesem Nadelspiel umgehen können, das auch hinkriegen. Ich finde die richtig cool. Die hier ist alles schön. Laminat. Rutscht es nicht? Bisschen rutscht es tatsächlich, aber ich laufe zu Hause nur mit Wollsocken rum, habe auch Laminat, also ich kenne das schon. Kennst du schon. Ja, ja, aber ja, ansonsten ja. Müsstet ihr tatsächlich ein bisschen ich laufe nur so immer ein bisschen vorsichtig sein. Weil ich bin diejenige, die dann voll auf den Flur umfällt. Und die sind so warm. Ja, das hast du so gesagt. So schön. Also ich bin, das ist auch tatsächlich Premiere für mich gewesen. Ich habe das noch nie gemacht. Und letzte Woche, ich weiß gar nicht wie, warum ich das so drauf gekommen bin. Ich wollte das unbedingt mal machen und da habe ich mir tatsächlich unser normales Retreat Chunky Garn mitgenommen. Mit einem 6er Nadelspiel, es war aber zu dünn. Tatsächlich, es hat nicht so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt Größe, habe. Ne? Genau. Und dann habe ich mir gedacht, nimmst du doch die größere und super. Also und ich glaube auch eine ähnliche Anleitung hat Noemis Mutter auch noch gehabt. Ne? Also ganz genau, ja, ja, ganz süß. So Harlequin-Schuhe. Oh, mit einer Spitze vorne. Hat sie mir gezeigt. Die möchte ich auch. Die habe ich mal gekauft vor Jahren. Wirklich so viele Jahre. Und für Kinder habe ich gesagt, das muss ich für meine mit Jamie gezackte machen. Und kleine Glöckchen. Und dann sind da so eine Glöckchen. Oh, wie schön. Ihr seht schon. Okay. So, ich habe euch auf der Kreativmesse vermisst. Ich war tatsächlich privat da. Ich habe auch einige Kunden gesehen. Ich höre immer, Bianca, Bianca. War ganz witzig. Aber für mich... Es waren sehr viele. Ich habe gehört, wir waren tatsächlich verabredet letzte Woche mit Susanne Oswald, mit unserer Susanne, Mittwoch auf Donnerstag, Mittwoch und Donnerstag und Freitag wären wir normalerweise bei, wo wollte ich, Freitag hatte ich einen Friseurtermin und da ging es mir schon nicht gut und Samstag, mein Zucker ist so hochgegangen und runtergegangen und hochgegangen, aber wirklich richtig, richtig hoch und runter, wo ich sage, noch ein bisschen, dann bringen sie mich ins Krankenhaus, 350 bis fast 400, das war nicht gut und jetzt ist alles wieder gut, aber ich bin auch nicht hingefahren, aber ich habe Biggie war da, sie sagte, Nicola, das war
90% nur Stoff. Mhm. Und dann okay. auch noch ein Gewürze und was weiß ich für alle Sachen. Grieche, da kannst du Oliven probieren. Ein Bärlauchbauer, das war jetzt nicht so für mich für kreativ. Natürlich ist das kreativ, aber da kannst du dann ja alles in diese... Ne? Also ich war wirklich der Meinung, dass viel mehr mit Wolle da ist. Das war ich ein bisschen enttäuscht. Ne? Mal gucken, vielleicht aber, nächstes Jahr, wenn es nächstes Jahr, ne, dann haben wir gefehlt. Ich habe heute auch einen Anruf bekommen aus Herford. Da hat mich eine Kundin angerufen, die hatte sich erkundigt im Werrepark, wer diese Kreativtreffs gemacht hat und hat uns gefragt, ob wir ausstellen wollen in Herford. Sag ich, wann? Übermorgen? Ja, ganz bestimmt nicht. Weil wir schaffen das einfach zeitlich nicht. Mach mal gerade. Und ja. Wir werden nicht die Leute, die einen Tapeziertisch aufstellen und dann einfach die Wolle hinstellen. Also das wären wir nicht und das will ich auch nicht. Aber vielleicht nächstes Jahr. So mit Workshops und so weiter und so fort. Mal gucken. Aber jetzt schweifen wir schon wieder wie immer. Immer. Ich fand am besten den Holländer mit Miniaturbücher, sonst sehr viel Kitsch. Den habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Es soll sehr voll gewesen sein. Es war so voll. Also ich habe tatsächlich, ich bin zu Hause losgefahren, ich glaube um 10. Ne? Und drin, 1:30, weil es, so weit ist die Fahrt von hier nach Bielefeld nicht. Allerhöchstens eine Stunde. Aber es war so voll, ich habe keinen Parkplatz bekommen. Also wir haben bestimmt, ich war mit meiner Tochter und ihrer Freundin da, 1,5 Stunden Parkplatz und dann war da eine Schlange. Das, Gott sei Dank war es am Samstag so schön. Also eine Schlange, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dass ihr nicht reinkonntet. Ja. Also das waren bestimmt 300 Leute vor uns. Ne? Und das hat wirklich sehr lange gedauert. Und dann war es innen drin auch so voll. Ne? Also das war nur ein Durchgeschiebe und... Also man hatte auch gar nicht die Chance, da an diesen einzelnen Ständen so richtig, also man musste schon so Ellenbogen. Also machen wir hier eine Kreativmesse mit Anmeldung, dass die Leute, dass 50 Leute hier hinkommen können und eine Stunde später nächste 50. Ja, das wäre doch mal was. Ja, aber es ist wirklich schwer. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Ja. Aber gut. Also sowieso, wie gesagt, an sich, also ne, es war nett gemacht, ne, aber... Die Halle war zu klein für die Leute, die Masse an Stände. Ja, ja, ja. Das ist zu schade. Oder wir organisieren einfach. Ja. Na, irgendwas, vielleicht im Werrepark. Hannover. Ist nicht mehr der Schnuckelige. Ist er nicht? Nein. Der ist weg. Wir waren sonst in Garbsen. Wir sind ganz oft in Garbsen gewesen. Mit Kinderbasteln, mit Stricktreffs. Der ist nicht mehr da. Der ist nicht mehr da. Da war so. Das war ein echt süß. Der war nett. Der war wirklich nett. Und jetzt ist ein älterer Herr. Da müssen wir erstmal nett sein. Nein, aber das wäre tatsächlich schön, wenn man so einen Stand, so eine Kreativmesse im Shoppingcenter machen würde. Das fände ich auch gut. Aber erst, wenn der Center Manager hier nicht mehr ist. Also, Herr Torben, ne, wenn du guckst, erst wenn du weg bist, dann quage ich an. Oh, jetzt kriege ich aber einen auf den Deckel, wenn er guckt. Oh, dann schickt er es zu Hannover. Gut, dass ich das nicht mehr da mache. Okay. So, gut. So, jetzt haben wir genug ausgeschweift. Designer-Dienstag war heute, Bianca. Ach, da bin ich, guck mal, ganz rot. Nein, Bianca, du hast wirklich schon viel, viel, viel gemacht. Warum sollen wir immer die außer Haus gehen? Wir stellen die Jutta Böker vor. Wir stellen ganz so viele vor. Stellen die uns vor? Nein. Machen andere Gruppen, stellen sie dich vor? Es ist definitiv so, nein, machen sie nicht. Also ich weiß es nicht. Also ich sag mal, Niki von Nicole Wunderlich, Nikis Welt, ganz toll. Ganz tolle, das macht sie auf jeden Fall. Claudetta ist auch, also das ist die Claudetta Crochet, sie stellt unsere Wolle vor, Susanne Oswald sowieso, aber ich habe letztes Mal schon gesagt, ein Geben und ein Nehmen. Und das war es dann schon beide. Deshalb habe ich gesagt, Kümer auch. Ja, der macht das auch. Ja. Wie heißt der? Michaele war wohl. Viele stellen uns vor. Ja. Michaele war. Stimmt, also jetzt, wenn man das so aufzieht, dann kommen wir doch schon beide auf viele, ja, das stimmt. Ja, vielleicht sieht man es in einem falschen Blick. Batterie fast leer. Schließen. Strom. Batterie fast leer. Das stimmt. Meine Batterie ist auch schon fast leer. So. Ihr Lieben. Ja. Die pushen, die kommen, ich schätze, nächste Woche. Ich muss mal gucken. Ganz toll. Also ich wie gesagt, ich habe die ganze Zeit schon an. Das sind so schöne Pushen. Das werden nicht meine letzten sein. Also da will ich das werden nicht deine letzten sein. Nein. Ich hätte sie gerne in rosa und grau. Ja. Marina hätte sie gerne in grau und hellgrau. Lotti hätte sie gerne in orange und gelb. Nein, alles gut. Wenn ich das kann, dann machen wir das auch.
Machen wir. Nee. Machen wir. Also, und guck mal wirklich bei YouTube, wie viele Sachen du schon vorgestellt hast, die du letztendlich. Das sind Kleinigkeiten, aber die du designt hast. Die du von dir aus selber gemacht hast. Ich sag, wir sind ein Team. Ich mag das nicht so. Ja, wir sind ein Team. Ohne dich wäre ich nicht und so und andersrum. Und auch das finde ich immer nicht so schön, weil das gehört einfach zusammen. Ja, aber doch, das Design, ne? Bist du schon was bei, ne? Aber bei trotzdem schönen Dank, ja, gut. So, das war's. Es war genug. Wir sind schon wieder fast 30 Minuten. Nein, 20 Minuten. Also wir sind noch sehr. Wir sind noch gut in der Zeit. Also, es kommt noch viel, viel auf euch zu. Puschen im Blau, ja. Ja, siehst du, Birgit. Aber die Garne, es ist nicht jeder Dochtgarn verfilzbar. Wir haben eine Kundin, die filzt für Weihnachten. Ne? Mhm, die macht ganz schöne Sachen. Ganz, ganz tolle Sachen. Was hatte sie genommen, was nicht ging? Icelandic. Icelandic zum Beispiel, hatte ich auch gedacht, ist auch ein Dochtgarn. Ja, das hat nicht hingehauen. Nee. Aber dieses Retreat ist das, richtig, damit hat richtig sie cool. Auch schon gefilzt, tatsächlich. Und norwegische Garn, die wir haben, die haben wir, ich glaube... Ach, die am Strang. Am Strang. Ja. Das geht auch gut. Ja. Also, das war's von uns erstmal. Freut euch auf die Socken am Freitag, am kommenden Vorfreude-Freitag, weihnachtlich. Weihnachten ist komischerweise fast für uns das ganze Jahr geplant, was wir machen wollen. Das ist Wahnsinn. Weil man hat jetzt noch Weihnachten im Kopf. Oh, ihr zwei seid eine super tolle Bereiche. Oh, ihr seid immer so toll. Wir werden ganz, ganz toll. Ne? So, ihr Lieben. Es ohne euch wären wir auch. Nee, wären wir gar nicht. Muss man auch noch mal so sagen. Muss man. Das danke, muss man dass wirklich sagen. Ja. Ne? So. Bis bald. Britta, verpasst hast du uns nicht. Es bleibt ja. Du kannst ja noch nachschauen. Und das Ding ist, wenn ihr anschließend kommentiert, haben wir auch noch eine. Wenn ihr anschließend nochmal kommentiert, wenn wir fertig sind, dann kommen wir hoch in die. Wir werden dann mehr gezeigt. YouTube macht Werbung letztendlich und zeigt uns. Und umso mehr, wir sind schon über 28. Ja, vor ein paar Wochen habe ich gesagt, 25.000. Das ist der Wahnsinn. Also da fehlen einem die Worte. Vor allem, es kommen und gehen. Ja, manchmal, wenn ich sabbel alleine, wenn irgendwas ist, was keinen interessiert, da gehen Abonnenten. Aber es kommen immer welche dazu. Und das vor allem in dieser kurzen Zeit, das ist schon toll. Ne? Ist. So, gut. Tschüss, jetzt haben wir genug gesagt, wir müssen jetzt was arbeiten. Susanne, nicht mehr lange und du bist auch da. Du schießt doch auch so auch in die Höhe. Aber sowas wie von doll. Hoch. Schaut, wer jetzt zuschaut und noch nicht bei Susanne Oswald in den kleinen Strickladen ist, schau bei Susanne vorbei. Sie hat auch einen ganz tollen YouTube-Kanal und einen tollen Facebook-Kanal. Mhm. Und sie erklärt das ganz toll, muss ich wirklich sagen. Ja, das erklärt sie doch. Das macht sie wirklich toll. Auch darf ich noch mal ganz schnell von diesem neuen Strickbuch, was sie jetzt hat. Ne, da hat sie einzelne Teile verfilmt. Also das hat mir sehr geholfen, muss ich wirklich sagen. Ja, ne? Bei deinem Tuch. Bei meinem Tuch, dieses Freundschaftstuch, ne? Dieses Ehrenmuster war da und das Netzmuster. Also mir hat das wirklich sehr geholfen. Also guck gerne rein bei Susanne. Ne? Sie erklärt das ganz, ganz toll und macht sie sehr gut. So, jetzt bye. Jetzt zum dritten Mal, vierten Mal. Tschüss.